Wenn ihr größer seid, dann ja, könnt mal gucken, was er macht. Gierige, egal. Genossen, es ist jetzt fast 3 Jahre her, dass wir die Deutschen bei Schleuniger zurückgedrängt haben. Okay, wir sind 45, also ich denke mal Januar 45. Und die lange Reise nach Berlin begann. Wir haben überall in unserem Land gekämpft und mussten viel Toten leider mit ansehen, für das unser Feind verantwortlich ist. Jetzt liegt seine Hauptstadt in Ruin, seine Armee ist in Unordnung. Es bleibt nur ein Ziel. Zum Beginn der Berlin-Offensive werden 9 rote Siegesflaggen an unsere verschiedenen Divisionen verteilt, um sie auf dem Reichstag zu hissen. Wir in der 150. Infanteriedivision haben die Ehre, auch eine hissen zu dürfen. Die Deutschen haben nichts mehr zu verlieren und werden bis zum Tode kämpfen. Besiegen sie sie irgendwie. Wir müssen unsere Flaggenträger unbedingt auf das Dach bekommen. Bald beginnen wir mit unserem Angriff und werden den Sieg für mit euch in Russland holen. Major PK, Grischin, 150. Infanteriedivision, 3. Armee. Oh ja, 30. April, also wir sind, wenn man den Text nehmen konnte, wirklich vor dem Reichstag. Oh Gott, das ist laut, Alter, aber das ist gut so. Das ist, okay, perfekt. Also welche fett Quickscopen. So. Kann ich hier durch? Jawohl. Das ist aber halt echt krass, wie... Also, was heißt krass, ist natürlich so, weil die mussten ja... Ressourcen und Zeit sparen. Das sind die gleichen Ruinen bei Stalingrad. Aber man kann das weiterspinnen und sagen, die Zerstörung, die Deutschland in Stalingrad angerichtet hat, werfen wir zurück und richten die gleiche Zerstörung an. Ich muss ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Das ist das, was einem blüht, wenn man halt einen Krieg beginnt, Alter. Oder dass keiner beim Krieg gewinnt. Alter, what the fuck? Wurde ich da von einem Geist erschossen oder was war das eigentlich? Okay, der ist gone. An diejenigen, die bei YouTube zuschauen, bitte kommt auf Twitch. www.twitch.com/blindtalktv. Ich lese den Twitch, den YouTube-Chat nicht. Wobei... Ich könnte es mir einfach machen, wartet mal. Professionell, Alter. So. Wir machen das hier ganz einfach, Moment mal. Oh, mein Stream ist gar nicht zu sehen hier, obwohl er läuft. Naja, egal. Boah, das hätte ich gedacht. Na gut. Machen wir weiter. Müssen wir mega wegsnappen. Spoiler, ich kann schon mal eines verraten. Die Reichstagsstürmung ist hier besser involviert worden. Es ist viel fairer, finde ich. Ich geh schnell rüber, bevor die MGs mich treffen. Oh oh. Oh mein Gott. Ey, ich hab ihn getroffen. Übrigens, das letzte Mal, dass ich das Spiel spiele mit meiner neuen... wie heißt sie? Razer Deathadder V3. Guck mir dich so an, mach den Tiger kaputt. Digga, du kannst einen Tiger kaputt machen, von der Range locker. Okay, ich muss da drüber. Also ich übertreibe nicht. Es geht wirklich. Der D-Fan30 könnte von dieser Range den Tiger wegmachen. So, wie machen wir das schlau? Gehen wir hier unten durch. Und legen das hier oben drauf. Und chill weg. Chill weg. Chill weg. Chill weg. Als ob der T-34 da nicht immer vorfahren. Warum ist es explodiert jetzt? Ich stecke. Naja.
Also es ist halt viel fairer die Mission als in World of War. Bei World of War war es halt purer Nate-Bam. Selbst auf Soldat, das war echt. Echt Wahnsinn. Ah, da vorne. Ich glaube, die Uniformen passen gar nicht. Das sind falschen Truppen. Ich glaube nicht, dass die hier waren. Nice. Leider habe ich keine möglichen Geschichtsinfos. Ich kann, doch, ich habe eine. Das fällt mir gerade ein. Dieses Propaganda-Bild, was ihr im Kopf habt, vom Reichstag, dass man die rote Flagge gehisst hat. Ihr kennt auch die... Ja, verstanden, der Zeit snappt mir die weg. Dieses Propaganda-Bild ist natürlich ein, wie es der Name schon sagt, Propaganda-Bild. Das wurde zwar nicht von der echten Erschwörung des Reichstags, sondern es wurde danach halt, ich wollte sagen, gefotoshoppt, das wurde halt nachgestellt. Das war dann auch mitten am Tag, anstatt so kurz danach. Soweit ich mich richtig erinnere, war. Okay. Soweit ich mich erinnern kann, war die Erschwörung des Reichstags in der Nacht und nicht am Tag. Und ich war ja am Reichstag, also ich war auch in Berlin allgemein. Und... Also scheiße. Ah, mit N war das, okay. Wir bestimmen jetzt auf jeden Fall den Reichstag. Und das... Ich war in Berlin und, ja, Spoiler Warning, sah nicht so aus. Diese ganzen Gebäude hier links herum, die sind erstmal fake. Die gab's nicht. Das ist sehr offen. I mean, okay. Ich bin ein bisschen dumm, wenn man das so, wenn man das noch mal so erzählt, aber man muss natürlich nicht in Berlin gewesen sein, um das zu wissen. Man kann sich aber die Bilder angucken von damals und heute. Aber ey, ich wollte mich ein bisschen einbringen, ja? Ich wollte ein bisschen. Ein bisschen meine Perspektive reinbringen, so wie ich das halt gesehen hatte. Ja, ich bin cool, ich war dort. Wir waren sogar auf dieser Kuppel, wo die man heute sogar begehen kann. Kann man da was auch begehen? Das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, wir haben sie auch begangen, konnten in den Bundestag reinschauen. Das ist interessant, ich hätte mir viel mehr Zeit nehmen sollen, das alles anzuschauen. Wir haben sogar eine Tour durch den Reichstag bekommen und, oh mein Gott, Digga, was? Wir haben sogar eine Tour bekommen in den Reichstag. Ich stand vor Merkels Büro. Das war so uncanny. Diese Frau, die man nur aus dem Fernsehen kannte, ihre... Hände halt so komisch gehalten hat und die Bundeskanzlerin von Deutschland war. Die Vorstellung, dass sie halt vor in diesem Raum einfach sitzen könnte, Junge, das wäre krass gewesen. Und die Vorstellung, dass wir, wenn sie da gewesen wäre, vielleicht reingehen hätten können. Ich hätte Merkel sehen können. Ich find's halt so krass, wie nah ich eigentlich solchen historisch relevanten Orten und Leuten war. Ganz komisches Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Naja. Die Tour beinhaltete auch, dass wir einen, wer ist das, abgesperrten Bereich des Reichstags sehen durften. Also dieser Teil war halt abgesperrt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich wieder umgebaut werden musste, weil wegen offensichtlichen Gründen.
Und ja, das war ein Treppenhaus und da waren noch Quereinschläge vom Krieg. Und das gibt es überall in Berlin noch. Da gibt es immer noch, wie heißt das? Säulen, Wände, whatever, wo noch, wo halt Quereinschläge waren. Das sieht man in Berlin auch immer noch bei manchen Wänden und alten Restaurants. Mother, a few days ago, we waved the flag of the motherland over the top of the Reichstag in Berlin. The war, at last, seems to be coming to an end. There is very little fighting left in the enemy. Soon I will be returning to our home. There are German prisoners of war everywhere. Today, I crossed the Elbe River in Germany and shook hands with an American soldier. Although I could not understand anything he said, I felt this man was my brother. And I think he felt the same. Ich weiß nicht, warum das abgekattet war, aber da habe ich mir gedacht, an diesem Tag haben wir unsere Flagge am Berliner Reichstag gehisst. Ja. Das war die Mission, okay, das war viel einfacher, als ich in Rom hatte. Ja, ich lasse die Credits hier noch durchlaufen, dann würde ich sagen, der Film ist beendet. Wow, das ging ja schnell. Ja, passt, ich wollte sowieso nicht lang machen. Ja, ich kann ja meine Meinung zum Spiel sagen. Das Spiel ist super. Nee, warte, ich muss das mal konkret hier fertig machen. Das ist immer so morgen komplett behindert. Also. Wir konnten die Wand sehen, in dem Querschläge waren im Reichstag von Kämpfen. Das war surreal. Ich stand literally an einer. Also ich war da. Wie alt war ich da? Wie alt war ich, als wir in Berlin waren, Alter? 11? 12? 13? Nicht 13, auf jeden Fall nicht. Boah, ich hab keine Ahnung. Naja. Und ich stand da halt so nah an echter Geschichte. Das ist halt krass. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin ein History-Buff. Ja, also ich liebe Geschichte und ich kenne mich auch selbst sehr gut drin aus. Was heißt sehr gut? Ich kenne mich halt so gut aus, wie in den Bereichen, die ich mich halt beschäftige. Und ich weiß halt nicht. Ich bin einfach ein Geschichtsenthusiast. Ja, wenn ich an so Orten bin, die halt wirklich geschichtsträchtig sind, dann denke ich mir so, das ist richtig geil. Ich weiß nicht, wie ich das halt sonst sagen soll. Deswegen war dieser Anblick, von dem auch, also mein Großvater kam ja bis nach Berlin. Kam bis nach Berlin und hat eben dort gekämpft, ist aber nicht gefallen. Ja, deswegen war das schon zu surreal, dort zu sein, wo mein Großvater hätte sein können, als er gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatte. Ja, 2012, da war ich gerade 12 Jahre alt. Alter, was ist das? Sehr krass. Ja. Und das Spiel war super. Es kam zu einer Zeit raus, in dem quasi nur Medal of Honor die diese Level 2 Shooter Hoheit hatte und es weitergedacht hat. Das Spiel hat alle modernen modernen Mechanics, die wir heute haben, quasi implementiert. Wie zum Beispiel Aim Down Sight, Iron Sights und sowas halt. Und ja, generell das gerne Infinity Ward und Call of Duty haben die Shooter-Standards noch weiter gepusht. Also das Spiel ist halt in Sachen Technik und der Videospielgeschichte ein Meilenstein. Quasi hat dieses Spiel moderne Shooter geformt, wie wir sie heute kennen. Das muss man an dieser Stelle würdigen. Das Spiel ist auch sehr gut, obwohl es halt seine Macken hat.
Ja, aber ich werde aber nicht United Offensive spielen, weil diese Playthrough-Reihe, in seinen Verstrichen. Obwohl, ich könnte auf YouTube die Playthrough-Reihe machen. Ja, das könnte ich machen. Aber immer diese Let's Plays waren dann spontan, diese Streams waren spontan, weil ich halt eben abgefuckt war, dass Leute in der falschen Kategorie gestreamt haben. Die streamen halt die Kategorie für altes Call of Duty, aber bald spielen die Warzone oder MW3. Naja. Ich fand die Idee halt so random, dass ich halt durchziehen wollte. Naja. Ich sag das so oft, als ob ich halt nichts mehr zu sagen hab. Habe ich auch quasi nicht. Also ich finde das Spiel auch jetzt vom Geschichtlichen her, also nicht vom Videospielgeschichten, sondern wirklich Geschichtlichen. Ich finde das verdammt wichtig. Generell hier das Kriegs- oder Weltkriegs-Medium ist verdammt wichtig. Auch wenn es satirisch und ein bisschen übertrieben ist, wie Wolfenstein. Das ist noch vor allem noch wichtiger. Vor allem mit der jetzigen Situation in Europa, mit diesem radikalen Rechtsrock. Ich will nicht so politisch bin in Streams, das will ich in Let's Plays schon genug, aber. Naja, sagt man so aus. Wie gerade das Ausländer beachte ich diese Entwicklung mit Sorgen. Vor allem mit dem Krieg in Europa, der noch immer noch wütet. Generell die ganzen Kriege, die auf der Welt wüten, würde ich bestimmten Akteuren in Erinnerung rufen, was Krieg bedeutet. Ja. Also um das kurz zu machen, so weiter kann es nicht gehen, das muss aufhören. Ansonsten erfahren wir wirklich noch einen dritten Weltkrieg und den überleben wir nicht. Ja, etwas... wurden keine Kühne verletzt? Warum haben sie Kühe falsch geschrieben? Naja. Warum haben die Kühne wie dem auch sei, ja, also... Am Anfang waren halt Kühe tot, da haben sich bestimmt Leute nicht auch aufgeregt und fand es auch zu schade. Ich mag Kühe, dass sie da tot waren. Immerhin weiß ich, dass bei dem Spiel keine Kühe gestorben sind. Rest in Peace. Diejenigen, die lang genug die Privilegien genossen haben, die wir kennen, vergessen schnell, dass viele Männer sterben mussten, um sie zu bekommen. Passend zu dem Quote zeige ich noch einen kurzen Video und damit kann ich den Stream dann auch beenden. Machen Sie aus. Und ich lasse jetzt was laufen. Das ist dann das Ende vom Stream. Danach mache ich was anderes. Danach gehe ich wahrscheinlich erstmal Mails checken und so ein Müll halt. Ja, das ist das Ende vom Stream. Danke, dass ihr dabei wart, auch wenn das nur ich war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. The solemn General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. A better world shall.
shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Give man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice.